Hallo und herzlich willkommen zu meinem vierten Minecraft-Tutorial. Heute geht es um Türen für Zäune, beziehungsweise andere Wege, eine Tür in diesen Zaun zu bauen, weil eine ganz normale Holztür oder Stahltür sieht in diesem Zaun ziemlich seltsam aus. Darum habe ich mir etwas überlegt mit Pistons, das gleichzeitig effektiv und ziemlich cool aussieht. Ich demonstriere euch das einfach erstmal. Hier. Ich drücke den Schalter und diese Zäune werden nach unten gedrückt, gezogen von den Pistons. Jetzt kann ich hier mein Feld, bam, 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 bam. So. Kann wieder raus und das hier wieder zumachen. Das ist ein effektiver und garantierter Schutz gegen lästige Schafe, Schweine, Kühe, Hühner, die euch die Erde zertrampeln. Dazu braucht ihr als allererstes Redstone-Fackeln, Zäune, Sticky Pistons, Repeater, ein Schalter, Redstone und irgendein Baumaterial. Ich nehme hier Dreck. Okay. Naja. Als erstes hebt ihr dort, wo ihr eure Zäune haben wollt, einmal so einen 4x4 Block aus, der 4 nach unten geht. Okay, ein 2x3. So. Jetzt baut ihr hier und hier. Ein Moment. So. Jetzt kommen Sticky Pistons hier und hier hin. Ihr müsst gucken, dass sie nach oben schauen. Jetzt platziert ihr unter diesen Pistons einfach zwei Redstone-Fackeln. Wie ihr seht, gehen sie jetzt nach oben. So. Jetzt kommen hier jeweils Repeater hin, die das Ganze an- und ausschalten. Und jetzt könnt ihr das hier auch schon nach oben bauen. So. Wenn euch die Länge nicht reicht, könnt ihr auch noch einen anderen Repeater einbauen. So, jetzt könnt ihr das hier schon mal zumachen. Und hier Zäune drauf bauen. Ja, böses Huhn. Jetzt baue ich hier noch mein Schalter dafür hin. Schalter. Das hier könnt ihr noch mit was weiß ich zubauen. So. Dann sieht das ein bisschen aus wie der Berg und fällt nicht so unbedingt auf. Und hier. Nein. So. Wenn ihr nun den Schalter drückt, geht das Ding nach unten und ihr könnt rein. So, sobald ihr den Schalter wieder nach oben kippt, geht es wieder hoch und euer Garten ist sicher vor Hühnern. Böses Huhn. Ja, du auch. Ich hasse diese Viecher. Das war's auch schon von meinem Tutorial. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie bei jedem Video, wenn es euch gefallen hat, liken, kommentieren. Wenn es euch nicht gefallen hat, disliken. Es ist mir ziemlich egal, wenn ihr mir eine gute Begründung angebt. Wenn es euch so super toll gefallen hat und ihr nicht alle Steps wiederholen könnt, könnt ihr es auch gern favorisieren. Ihr könnt es auch gern nachstellen. Ich habe nichts dagegen, wenn ihr dieses Tutorial weiter und weiter postet. Egal in Foren, etc. auf eurer Website, Twitter, Facebook. So, das war's auch weiterhin von mir. Ich werde demnächst mal mein fünftes Tutorial und eine Ansichtskarte meiner Welt veröffentlichen. Aber das hat noch Zeit. Jo, haut rein.